Donald Trump fordert ja auch die Rücknahme von ISIS-Kämpfern nach Deutschland. Was meinen Sie, kann die deutsche Regierung das weiterhin ignorieren oder ist das eine Verpflichtung? Ja, da muss ich aber, wir ignorieren hier gar nichts. Im Gegenteil, da muss ich die Innenbehörden und das Außenministerium wirklich in Schutz nehmen. Seit Wochen unter Hochdruck wird daran gearbeitet. Das ist ja eine extrem schwierige Situation. Wir haben da IS-Kämpfer, die von den syrischen demokratischen Kräften gefangen gehalten sind. Wir haben dort keine Regierung in Syrien, mit der wir ein vernünftiges Verhältnis haben. Assad kann nicht unser Ansprechpartner sein. Die syrisch-demokratischen Kräfte sind keine Regierungseinheit. Und es gibt zwei Komponenten, die dürfen wir ja nicht unterschätzen. Wir wollen ja einerseits nicht, dass diese früheren oder diese ISIS-Kämpfer freigelassen werden und unkontrolliert zu uns zurückkommen. Und genauso wenig dürfen wir in eine Situation laufen, dass wir sie zurücknehmen. Wir haben für sie als deutsche Staatsbürger eine Verantwortung, dass wir sie hier nach Deutschland zurücknehmen. Aber dann die Verbrechen, die sie in Syrien und Irak mit dem IS begonnen haben, dass dann die Zeugen und die Beweise woanders sind und wir sie nicht bekommen und deshalb hier sie dann auch nicht verfolgt werden, also die Strafverfolgung nicht stattfinden kann. Das sind die beiden Dilemmata, in denen wir Lösungen finden müssen. Und ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, die dort im Innenministerium und Außenministerium bewältigt wird. Aber aus Ihrer Sicht, auch fürs transatlantische Verhältnis, wäre der gegebene Weg zurücknehmen und vor Gericht stellen? Vor Gericht stellen, aber mit der Aussicht auf Erfolg. Das heißt, sie müssen auch in der Lage sein, die Beweise und die Zeugen, wie gesagt, zu finden. Und eine zweite, eigentlich verbirgt sich das ja, das muss man ja in einem größeren Kontext nochmal nehmen, hinter der Tatsache, dass zu unser aller Überraschung der amerikanische Präsident überhastet jetzt abziehen will. Und der Punkt, den wir dort noch mal mit den Amerikanern intensiv besprechen, ist, überdenkt eure Position. So ein überhasteter Abzug, wenn man die syrischen demokratischen Kräfte, die an unserer Seite Raqqa freigekämpft haben, und zwar an erster Front, die Manbij freigekämpft haben, also die wirklich gegen den IS gekämpft hat, dort die Amerikaner so rausgehen und es die Konflikte gibt, die sind dann eingekesselt, die syrisch-demokratischen Kräfte. Auf der einen Seite die Türken und auf der anderen Seite kommt Assad und die Russen. Da ist unsere Bitte an die Amerikaner, gemach, überlegt, ob diese Entscheidung, jetzt überhastet abzuziehen, die richtige ist.